Hallo und herzlich willkommen. In diesem kurzen Video werde ich dir zeigen, wie du mit einfachen Mitteln den Bildschirm deines iPads aufnehmen kannst, um so Bildschirmvideos zu erstellen. Zunächst müssen wir prüfen, ob die Funktion bei dir schon aktiv ist. Dazu streichen wir von der rechten oberen Bildschirmecke nach unten, um ins Kontrollzentrum zu kommen. Hier müsste dieser Aufnahme-Button sein. Wenn er bei dir noch nicht vorhanden ist, müssen wir ihn dort erst aktivieren. Wir klicken also einmal hier auf eine freie Fläche und gehen in die Einstellungen. Und in den Einstellungen ins Kontrollzentrum. Dann gibt es hier die enthaltenen Steuerelemente, das sind also die, die schon aktiv sind, und hier unten weitere. Sollte der Button bei dir noch nicht aktiv sein, dann ist er eben nicht hier oben mit dabei, sondern hier unten mit dabei. Dann klickst du auf das grüne Plus, um ihn hier oben in die aktiven Elemente zu holen. Und wenn wir jetzt wieder das Kontrollzentrum öffnen, müsste dieser Button hier vorhanden sein. Um eine Bildschirmaufnahme zu starten, tippst du einfach auf den Button und das iPad zählt jetzt 3 Sekunden rückwärts und ab jetzt nimmt es alles auf, was auf diesem Bildschirm geschieht. Ich kann jetzt hier also zum Beispiel eine App zeigen oder was ich auch immer machen möchte und an dem roten Button hier oben sehe ich, dass gerade eine Aufnahme läuft. Um diese zu stoppen, tippe ich einmal da drauf und bestätige, ja, ich möchte wirklich stoppen und jetzt erscheint hier eine Benachrichtigung, dass diese Aufnahme in meinen Fotos gesichert wurde. Diese Aufnahme enthält nun keinen Ton, sondern nur den Bildschirminhalt. Wenn ich auch Ton mit aufnehmen möchte, dann gehe ich wieder hier rein, bleibe etwas länger auf diesem Button. Jetzt kriege ich einerseits die Möglichkeit auszuwählen, wohin gespeichert werden soll, aber eben auch ein Button, um das Mikrofon einzuschalten. Das tue ich jetzt. Ich könnte jetzt wieder zurück zum Button oder direkt von hier die Aufnahme starten. Wieder wird zurückgezählt. Und ab jetzt wird also wieder aufgenommen. Ich sehe wieder den roten Button und den orangenen Punkt, der mir anzeigt, dass gerade das Mikrofon aufgenommen wird. Ich beende wieder hier mit einem Tipp da drauf und stoppen. Und ich habe meine Videoaufnahme wieder in den Fotos gesichert. Das war schon alles. So einfach kannst du den Bildschirm deines iPads aufnehmen. Ich wünsche viel Spaß beim Ausprobieren.